Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir sind hier immer noch gemeinsam verschollen auf der Insel. Spielen immer noch Dai Young. Stehen jetzt gerade vor dem Coastal Tower, also vor dem Turm an der Küste. Würde sagen, gehen wir mal rein, wa? Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und ab auf die Insel. Dann gucken wir uns das Ding mal an. Da unten wäre wieder eine Quelle. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Wir können bestimmt von hinten da rein. Da müssen wir eigentlich den Gauboarder wahrscheinlich abstechen. Leid, mir tut. Kann nicht mehr tragen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wir können da noch ein bisschen Obst essen. Press Tab. Find the Coastal Tower. Ah, okay, wir laufen jetzt gerade der Karte hier hinterher. Jetzt sind wir hier auf diesem Bereich. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir da von hier reinkommen. Oder ob wir echt nach oben rumlaufen müssen. Aber ich würde sagen, das wird fast. Ich kann es bestimmt von hinten reinklettern. Ich hoffe es. Es ist ein stark parkourlastiges Spiel, da müssen wir eigentlich reinklettern können. Ja, hier, guck mal, da kannst du schon wieder hier. Ich will schon wieder einen kaputten grunzen. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war, aber es ging. Da soll es mir recht sein. Ich mag, das Spiel gefällt mir echt gut, muss ich wirklich sagen. Es fesselt einen. Also ich bin ja sonst... Meistens in solchen Spielen ist die Story ja irgendwie... Ja, oder so. Ich habe noch nichts gesehen. Hold on. Was blöd. That's the coastal tower marked on the map. Okay. Must be the way to get down from here and reach the shore below. Ja, und da unten grunzt schon wieder einer. Das heißt, da unten ist schon wieder so ein kaputter. Oh, guck mal, da hinten ist ein Riesenturm. Okay, ich wollte noch nicht in den Ko. Komm ich in den Turm rein? Ja, wenn ich hier hochgehe, kommst du da bestimmt rein. Das sieht so aus. Jetzt sind wir hier. Ja, da kommst du rein, da oben. Aber wie komme ich da hin? Da. Da ist zu die Tür. Ja, natürlich, locked from the other side, ist klar. Wir sind immer locked from the other side, weil man soll ja an der Seite hochklettern, ne? So, wie geht's hier? Da geht's weiter, alles klar. Never. Wusste ich doch. Verdammt. Das Last Safe ist da unten irgendwo. Garantiert. Wo ist das Last Safe? Temporuin. Okay. Weg hier. Weg, 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 weg hier. Der Hund bellt und die Frau kommt wieder. So. Hier runter.
Hier wieder hoch. Da hoch. Vielleicht eben gucken, dass wir nicht vorne den Turm runterfallen. Wir gehen diesmal oben lang. Also rechts dran vorbei reicht ja. Wir müssen ja nicht. Ich will da jetzt hoch, ich will da rein in den Turm. Hier geht's nicht lang, da müssen wir da lang. Hauptsache der Sensemann kommt uns gleich hier noch über den Weg. Okay. Wo gehen die hin? Die gehen hier runter. Okay. Liegt da irgendwo einer? Sieht nicht so aus. Ist das ein Friedhof oder sind das Gärten? Gute Frage. Oh, da, ein kaputtes Haus. Gucken wir uns auch nochmal an. Hier gehen die Blutspritzer rein, okay. Da sitzt wieder einer. Rashid? Rashid! Oh, fuck! This can't be happening! Why? Why? Das Ding haben wir vorhin schon gesehen. So, Bloodstain. You might have been an asshole, but you don't deserve this. Das ist die gleiche Karte, die wir auch hatten. Oder? Er war in dem Brunnen. Wir waren in dem Brunnen. Okay, das heißt, jeder von uns hat sie in irgendeinen Brunnen reingeschmissen. Und dann musst du es dahin schaffen, und dann, sonst bringen sie dich um. Oder wie? Kann sein, weiß ich nicht. Würde ich mir so erklären. Mal einen Pixel. Wood brauchen wir nicht mehr. Federn, ja. Mal sehen, was hier draußen so gibt. Komischen Turm oben angucken, bevor ich da unten zu diesem. Naja, natürlich. Hier hoch. Da hoch. Wir laufen einfach zu. Wir brauchen ja auch nicht den Dings gehen. Hold on. That's the coastal tower marked on the map. Must be the way to get down from here and reach the shore below. Sieht nicht so aus. Nee. Hier auch nicht. Es muss hier einen Weg irgendwie hochgeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier gar nicht weiterkommen können. Da oben kommen wir nicht hin, das kannst du vergessen. So eine Möglichkeit geben, hier reinzukommen. Ah! Alles klar. Wish me luck. Ja, man sollte auch springen, ne? Sie ist nicht gesprungen. Naja.
Aber ich weiß ja, wo wir hinwollen. Das heißt, wir können da rüberspringen. Gut. Was ist da? Ein Schmetterling. Habe ich hier allen Scheiß angesammelt? Nee, habe ich nicht. Dann machen wir jetzt mal noch so einen Bonfire hier. So. Dann da hoch. Da müssen wir gucken, dass wir weit genug springen können, dass wir da hinten auf diese Felsen rüberkommen. Wenn ich da rüberkomme, dann müsste ich eigentlich das schaffen, theoretisch. Weil von da konnte man dann im Bogen auf diese komische Felsnase da hoch und da kannst du bestimmt oben in den Turm rein. Das wird Hold on. Wird das gehen. That's the coastal tower marked on the map. Must be the way to get down from here and reach the shore below. Dreimal bevor wir gestorben sind, hast du das auch schon gesagt. So, ja. Aber jetzt irgendwie darüber kommen. So, das ist ein ganz schönes Ende. So. Pass. Ah, hier hätten wir vielleicht von hinten vorhin auch hinkommen können. Naja. Brunst wieder irgendein kaputter rum. Ah, sehr schön, dass hier oben gleich ein Lagerfeuer ist. New Document. So. Was ist denn das? Look at them. Ich kann von hier genau sehen. Guck sie dir an. Ich kann von hier oben genau sehen, wie sie die kleine weiße Ameisen unten in der Olivenbucht rumlaufen. Sie leben hier bukolik, keine Ahnung. Leben ihr Leben und wissen überhaupt nicht, was hinter ihrer... Welche Lüge hinter ihrer sozialistischen Utopie steht. Die Wachen haben dafür gesorgt, dass wir so aussehen wie sie, damit sie keine Angst haben. Lächerlich. Manchmal möchte ich sie anschreien, um sie von ihrem Traum aufzuwecken. Aber ich mach das nicht. Weil trotz allem finde ich mein Leben immer noch besser. Okay. Also irgendwer scheint sich hier... Was ist denn da unten? Da ist gerade was runtergefallen. Irgendwer hat sie dann von hier oben. Irgendwer muss da unten dann ja gewesen sein. Treppe, da. Da Treppe. Okay. Irgendwer muss ja. Da hat der die da unten von hier oben beobachtet. Wer war denn da unten wohl? Da läuft auch einer. Da läuft einer. Da scheint auch alles irgendwie bewohnt zu sein. Da stehen wieder Häuser. Das ist der Wind. Ich dachte, das wäre wieder ein Zombie oder sowas. Oder so ein durchgedrehter. Tür da. Okay, ich kann auch einfach hier. First ship, 8 days, no good. Das erste Schiff seit 8 Tagen, nichts gut. Okay. Komm wieder zurück. Wo geht's hier hin? Kann ich noch irgendwas craften, was gerade Sinn machen würde vielleicht? Nö, Moment nicht. Steak könnte ich craften, wisst. Ach, Stroh gibt's hier, okay. Tür da unten, ja. Okay, okay. Aha. Hier ist, das scheint die Außentür zu sein. Genau, die können wir mal aufmachen. Das geht bestimmt noch weiter runter hier. Mal sehen, was es hier so Schönes gibt.
Schrott, eine Flasche Bier. Was habe ich denn da für einen Scheiß dabei? Stock. Kein Mensch braucht einen Stock. Stock kann weg, leere Flasche kann weg. Flasche Bier nehmen wir mit. Ah ja, hier, guck mal, da sind... Das ist eine andere, oder? Betten? Betten. Das ist ein anderer Durchgang hier, waren wir vorhin nicht. Wir gucken uns erstmal das hier an, was hier so rumliegt, weil hier steht doch... New Document, Work Report. Stray Dogs. Das ist von irgendwelchen Leuten, die hier Sachen einsammeln. Die sammeln Sachen ein und beschweren sich, dass die Dinger, dass die Hunde, die hier rumlaufen, sie stören. Lieber Bruder Nummer 1, ich habe Gründe zu vermuten, dass die Arbeiter am Küstenturm, also hier, versucht zu flüchten. Einer der Soldaten hat eine kurze Nachricht auf Müllpapier, Altpapier gefunden. Die Leute scheinen diese Nachricht auszutauschen und die Arbeiter, bis einer sie ausgetauscht zu haben und bis einer sie verknüttelt und weggeschmissen hat. Es ist kryptisch, aber es scheint ein, um sich auf so etwas zu handeln, was in 5 Tagen stattfindet. Wir sollten so schnell was machen wie möglich. Wenn du zustimmst, kümmere ich mich direkt drum. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass unser Deal mit dem türkischen Beamten einen kurze Verzögerung erleiden wird. Na gut. Ist ja nicht schlimm. Also weiß ich nicht, was sie mit dem türkischen Beamten klar gemacht hat. Oh, Crowbar! Crowbar! Call me! Gordon Freeman! The Freeman has arrived. Ach nee, ich bin ja. Call me Gordon. Gordina Free Woman. So. Oh. Also das Spiel jetzt natürlich gerade 25.000 Pluspunkte gekriegt. Es gibt eine Crowbar. So, hier geht's zu den Betten. Das ist bestimmt wieder kaputt. Genau. Klettert sie diese Ich höre irgendwas sich bewegen, wahrscheinlich Ratten. Ja, da, warte. Ah ja, okay, Crowbar ist eine Zweihandwaffe. So, was haben wir hier? Lieber Herr Offizier, die Arbeiten wurden zur vorgesehenen Zeit abgeschlossen. Ich hoffe, dass unsere Arbeit Ihre Erfordernisse, Ihre Wünsche erfüllt. Leider hatten wir ein paar Probleme mit den Mitarbeitern, die Sie uns gestellt haben, den Arbeitern. Deswegen kann es leider sein, dass die letzte Lieferung eine Verzögerung erfährt. Also das ist wohl an den türkischen Offizier oder ein türkischer Official, von dem er sprach. Ah, okay, dann kommst du hier wieder raus. Und jetzt sind wir hier unten. Aha. Okay. Das war also der Küstenturm. Ja. Quark. Da, Speicherplatz, sehr schön. Da gehen wir mal eben rein. Dann können wir nämlich mal eben hier. Zack. Sehr schön.
könnten jetzt halt theoretisch dahin traveln oder wir sind jetzt im Coastal Tower. Passt doch. Ja. Hervorragend. Da bin ich ja mal gespannt, was hinter dem Tor da auf uns wartet. Nur erstmal den Schlüssel dafür zu finden. Naja. Werden wir schon hinkriegen. Irgendwo wird er schon sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da, lasst mir auch gerne ein Abo da, ich würde mich darüber freuen und ihr verpasst dann vor allen Dingen nichts. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame ja auch viele andere Dinge und das, was ich streame, taucht da wesentlich früher auf. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.